Seidenspinner, die Gewerkschaft der Polizei beklagt die Zunahme der gewaltbereiten Fans bei Fußballspielen. Ist das ein neues Phänomen und was wollen Sie dagegen tun? Wir hatten diesen gleichen Fall vor einigen Jahren schon einmal. Da hat man sich an einen Tisch gesetzt und hat es versucht, in beiderseitigem, sprich Fußball auf der einen Seite, Polizei auf der anderen Seite, zu erkunden, was dahinter steckt. Dann war ein bisschen Ruhe. Seit einiger Zeit ist es wieder ganz gravierend geworden. Es gibt so ein paar High-Risk-Spiele, wo man dann sagt, alle Achtung, da geht es ganz schön zur Sache. Und mittlerweile haben zahlreiche Gespräche auf allen Ebenen stattgefunden. Ich freue mich ganz besonders, dass jetzt der DFB-Präsident Theo Zwanziger das zur Chefsache erklärt hat. Wir haben unseren Beitrag als Baden-Württemberger dazu geleistet, weil man muss einfach sagen, die 69 verletzten Kolleginnen und Kollegen aus der letzten Saison sind 69 zu viel für die schönste Sache des Sports. Und die Hooligans, die Ultras oder die Hultras, wie man sie auch neudeutsch nennt, machen einen ganzen Sport und dessen Fankultur kaputt. Und das kann man nicht zulassen, da müssen alle einem Strang ziehen. Und solche Sonntagsredner, die meinen, es wird nur geschwätzt, es wird nur irgendwie ein Blödsinn erzählt, denen hat man klipp und klar gesagt, Freunde, ihr nicht. Die Gewerkschaft der Polizei hat hier Akzente gesetzt und da bin ich richtig stolz drauf, dass die GdP Baden-Württemberg da mit dazu beigetragen hat. Werden Ihre Bestrebungen dahingehend gegen die gewaltbereiten Fußballfans vorzugehen unterstützt? Machen da eigentlich die betroffenen Fußballvereine mit? Jetzt nach und nach kommen die Vereinsverantwortlichen und die Fanprojektbetreuer kommen zu uns und sagen, ja, wir möchten was machen. Wir stellen aber leider auch fest, dass die gewaltbereiten Hooligans nicht so richtig im Griff haben. Und das hat man jetzt erkannt, auch seitens der Fanbetreuer, auch seitens der Vereine. Und man sieht es ja auch, wenn nicht mal mehr Vater und Sohn Samstagmittag zum Fußball gehen kann, weil der Vater Angst haben muss, dass er mit seinem Sohn da irgendwo reinkommt, wo er nicht mehr rauskommt. Das kann den Vereinen ja auch nicht dienlich sein. Und deswegen sehe ich hier jetzt eine ganz große Chance, hier was zustande zu bringen. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat sich auch schon mit den Vereinen an einen Tisch gesetzt. Und da ist jetzt eine große Kampagne am Laufen, um den Gewalttätern, und nur um die geht es uns, um den Straftätern, hier zu sagen, Freunde, das, was ihr macht, hat alles andere bloß nichts mit Fußball zu tun. Herr Seidenspinner, immer öfter sind Ihre Kolleginnen und Kollegen bei Fußballspielen im Einsatz. Stößt die Polizei da nicht an ihre Grenzen? Also wenn man sich anschaut, wie viele Fußballspiele jedes Wochenende sind, wir reden nicht von den uns allen gegenläufig am Wochenende immer wieder in Ergebnissen vorgetragenen Erst- und Zweitligaspielen. Das geht ja weit runter in andere Ligen, nicht nur bei uns in Baden-Württemberg. Und wenn man die Gesamtheit der Polizei sieht, dann laufen wir wirklich am Limit. Das sind immer wieder die gleichen Kolleginnen und Kollegen, dank des Personalabbaus in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern, die Wochenende für Wochenende zu den Fußballspielen müssen. Und das sind ja nicht immer nur Veranstaltungen, wo es gemütlich zugeht, sondern sind die Kollegen Beleidigungen und auch Würfen von Flaschen, von Bierbechern und aussehen. Das geht an die Substanz der Kolleginnen und Kollegen. Und um sich das alles gefallen zu lassen, ist keiner Polizist oder Polizistin geworden. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass man gewaltbereiten Jugendlichen keinen Führerschein aushändigen soll. Das heißt, wer also Straftaten begeht, soll keine Fahrerlaubnis erhalten. Was versprechen Sie sich davon? Wer sich heute in dieser Landschaft umschaut, der muss feststellen und wird feststellen, dass die bekannten Strafen zurzeit ohne Wirkung bleiben. Teilweise gibt es Wiederholungstäter und gerade unsere Kolleginnen und Kollegen sind gerade massiv alkoholisierten jungen Menschen oft ausgesetzt. Und wenn da Strafen und andere Repressionen nicht mehr greifen, muss über neue Wege nachgedacht werden. Und dazu gehört auch die Versagung der Fahrerlaubnis, des Führerscheins, weil das hat für Jugendliche schon noch einen Kick, wenn sie ab einem gewissen Alter bestimmte Motorfahrzeuge fahren dürfen. Und wenn es dann heißt, nee, du nicht, dann hat das schon Aha-Effekte. Gibt es in Baden-Württemberg Beispiele in Städten, wo das gemacht wird? Heilbronn und Karlsruhe haben hier den Weg schon beschritten. Da sind wir der Meinung, das ist der richtige Weg. Man muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um diesen Gewalttätern zu zeigen, Freunde, so nicht. Könnten Sie sich das auch für andere baden-württembergische Städte vorstellen? Ich könnte mir das sehr gut für Gesamt-Baden-Württemberg vorstellen.
weil es hat in diesen Städten gezeigt, dass es nicht ohne Wirkung bleibt, dass es schon ein Punkt ist bei den Jugendlichen, wo die sagen, oh, ich bin ein bisschen vorsichtiger und warum soll das nicht als eine der Möglichkeiten in Betracht gezogen werden in ganz Baden-Württemberg. Die Landesregierung baut immer mehr Polizistenstellen ab. In manchen Städten Baden-Württembergs soll es sogar weniger Streifenfahrten geben. Können Sie das bestätigen? Wir können das nicht nur bestätigen, sondern wir heben schon die ganze Zeit mahnenden Finger. Ganz besonders schlimm war es letzte Woche, als der Innenminister im Landtag zu hören war, dass nur Personal abgebaut wurde aufgrund Arbeitszeitverlängerung und Aufgabenverlagerung, dass zurzeit kein Polizist weniger auf der Straße wäre. Also diese Rechenkünstler, die sollten langsam aufhören, hier so einen Blödsinn zu erzählen. Die Kolleginnen und Kollegen haben weniger Personal auf den Schichten. Teilweise im ländlichen Raum sind gerade mal 3 Mann, wenn es hochkommt, 4 Mann im Dienst. Das ist 1-2 Autos, mehr nicht für einen Riesenbereich. Das scheint man an ganz gewisse Stellen nicht erkennen zu wollen. Und wenn man dann, ich habe jetzt gerade ein aktuelles Mail bekommen, anschaut, was für eine Altersstruktur die hat. Die Kollegen sagen, ja, Senioren on the Tour, wenn sie auf Streifen gehen, das kann es einfach nicht sein. Und das hat diese Landesregierung zu verantworten. Und es ist noch viel schlimmer. Sie erkennt es, sie weiß es, vertröstet, aber ist nicht in der Lage, mit der gleichen Mehrheit, die diese Stellen gestrichen haben, die gleiche Mehrheit ist noch im Amt, die könnte sofort hergehen und sagen, alles klar, wir machen die Stellenstreichungen rückgängig, das macht sie nicht. Und das ist viel schlimmer, wie einen Fehler zu machen, wenn man einen erkannten Fehler nicht rückgängig gemacht hat. Und das andere, es wird nicht wahrer, wenn der Minister am Rednerpult steht und sagt, dass es nicht so ist. Die Dienststellenleiter wissen als nicht, wo sie die Leute herbekommen. Und wir laufen mehr als um Zahnfleisch und es ist eine Katastrophe. Aber Seitenspinner, dem Bürger wird ja von der Landesregierung erklärt, man kann es ja in der Presse lesen, pro Jahr 800 Neueinstellungen. Ist das ein Taschenspielertrick oder sind doch Nachwuchsbeamte da, um die Kollegen vor Ort zu unterstützen und auch in der Stärke her zu unterstützen? Zunächst einmal muss man feststellen, das sind 800 Lehrlinge, die jetzt eingestellt werden. Und vorher muss man halt feststellen, gehen wir mal von einer Beispielszahl von 25.000 Polizistinnen und Polizisten aus im Haushalt. Die werden reduziert auf 24.000 und die 800 dienen da, bis zu 24.000 aufzustocken. Also fehlen unter dem Strich diese 1.000 Polizistinnen und Polizisten. Von was wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Tarifbeschäftigten, die fehlen, deren ihre Arbeit bleibt nämlich liegen im administrativen Bereich, im Background-Bereich. Die sind das Öl für den Motorpolizei, das alles läuft. Und die fehlen. Und dass diese Arbeit auch gemacht wird, was nehmen wir? Wieder Polizisten. Somit fehlen noch mehr als 1.000 Polizisten. Und da kann der Minister und seine Leute noch so durchs Land reisen und sagen, das stimmt nicht. Hier wird dem Bürger ein X vors U vorgemacht und das ist unredlich. Halten Sie die Sicherheitsmaßnahmen der Polizei anlässlich der Terrordrohung für überzogen? In keiner Weise. Wer sich gerade mal so vor einem starken Jahr anschaut, was in Spanien passiert ist, da waren auch Wahlen. Und man hat gesehen, wenn man nicht richtig reagiert, was passieren kann. Ich kenne keinen, der die Hand dafür ins Feuer legt, dass das in Baden-Württemberg nicht passieren wird. Und hinterher dann zu sagen, wenn nichts passiert hat, hat es zwar überzogen, das halte ich vielleicht für eine Hausnummer zu groß. Ich gehöre lieber zu denjenigen, wenn man es nicht genau verifizieren kann, zu sagen, man macht lieber ein bisschen mehr. Hinterher hat man keine Toten und Verletzten zu beklagen, wie umgedreht. Und das Geschrei wäre in dieser Republik um ein Vielfaches größer gewesen, wenn die Polizei und die Sicherheitsorgane nicht die Maßnahmen nach oben gezogen hätten. Es wäre dann was passiert. Dann möchte ich die Leute hören, die heute sagen, das war ein bisschen überzogen. Deswegen, die Terrorgefahr ist nicht gebannt. Deutschland befindet sich in Afghanistan im Krieg. Das muss man schlicht und ergreifend so sagen, sagt übrigens jetzt auch der neue Verteidigungsminister. Und dann muss man da halt damit rechnen. Und was Al-Qaida in der Lage ist zu leisten, das dürfte uns ja alle noch vor unserem geistigen Auge präsent sein.